So macht man das perfekte Steak. Und unsere Geheimzutat heißt Knoblauchpulver. Glaubt mir, das ändert alles. Habe ich von Guga Foods, dem Steak König auf YouTube. Legen wir los. Wir nehmen ein Steak, gehen mit ordentlich Salz dran, Knoblauchpulver, nicht sparen, und frischem Pfeffer. Das wiederholen wir von allen Seiten inklusive der Ränder und dann ist unser Steak schon bereit für die Pfanne. Kontakt schaffen und bei maximaler Hitze 1-2 Minuten. Wenn ihr riechen könntet, was ich rieche, so muss ein Steak aussehen. Jetzt sind noch die Seiten dran. Dann geben wir unser Steak in die indirekte Hitze für 1-2 Minuten pro Seite. Ungefähr 4 Minuten später, ich nehme mein Steak vom Grill und decke es ab für ungefähr 5 Minuten. Unser Steak hat fertig geruht und es sieht wunderschön aus. Und wir schneiden einmal an. Es fühlt sich gut an. Und es sieht auch gut aus. Seht ihr den Garpunkt? Für mich das perfekte Steak. Das Knoblauchpulver boostet den Steakgeschmack. Das Umami, dieses Fleischige, wird einfach vollends auseinandergenommen. Das hier ist ein Steak, wie es sein sollte.